Wir sind hier im Labor bei der Firma Stix und ich möchte Ihnen heute zeigen, was der Unterschied ist zwischen einer billigen Naturkosmetik im Supermarkt um 4 Euro 50 ml und einer hochwertigen Naturkosmetik. Zertifiziert heißt leider Gottes nicht gleichzeitig hochwertig. Zertifiziert heißt nur hergestellt mit zertifizierten Rohstoffen. Ich habe hier zum Beispiel einen Emulgator. Dieser Emulgator ist ein Olivenöl-Emulgator und dieser Emulgator ist Naturkosmetik zertifiziert. Und mit 5% von diesem Emulgator kann man eine Creme herstellen, die genau um diesen Preis verkaufbar ist, jedoch komplett ohne andere Rohstoffe. Im Gegensatz zu hochwertigen Produkten, wo unterschiedliche Öle drinnen sind. Das kann sein eben von Jojobaöl, Hagebuttenkernöl, da gibt es unterschiedliche Öle. Nur diese Öle pflegen die Haut, geben der Haut Nährstoffe und sind einfach für die Pflege ganz, ganz wichtig. Die sind aber bei dieser billigen Creme nicht drinnen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, was der Unterschied ist. Und wir starten jetzt einmal das Schmelzen des Rohstoffs. Unsere Mischung, zertifizierter Emulgator und Wasser und sonst nichts, wird jetzt auf 35 Grad heruntergekühlt. Nach dem Rühren setzen wir unseren Zauberstab ein. Dieser Zauberstab homogenisiert mit 25.000 Umdrehungen und das macht eigentlich diese Creme dann aus, dass sie eine wunderschöne Konsistenz kriegt und auch fest wird. Ihr werdet es gleich sehen, das wird jetzt gleich fest. So, und nach dieser Behandlung haben wir jetzt eine billige Naturkosmetikcreme hergestellt, wie sie in den Supermärkten zu kaufen gibt. Sie sehen, Konsistenz ist cremig, Inhaltsstoffe sind keine drinnen, keine Duftstoffe, keine ätherischen Öle, keine Wirkstoffe, nichts. Aber zertifiziert und preiswert.